Johannes Dunscortus. Ein seltsamer Name. Die Ortschaft, aus der er kommt, die heißt ebenso Duns. Und Scotus heißt auf Latein schottisch, weil das Städtchen in Schottland liegt. Und dieser Johannes brennt schottischen Whisky. Das wäre mir neu, er war Denker. Dachte ich mir schon. Als sparsamer Schotte reichte ihm sicher ein einziger Gedanke, um die ganze Welt zu erklären. Ganz im Gegenteil. Die Welt ist bei ihm gerade keine logische Abhandlung und Ableitung, wo alles kommt, wie es kommen muss. Bei Johannes Duns Scotus ist Gott absolut frei. Verstehe ich das richtig? Dieser Schotte behauptet, Gott hätte die Welt auch ganz anders erschaffen können? Ja, zum Beispiel ganz ohne gängige Atome und so. Und noch mehr, Gott hätte die Welt nicht nur mit anderen Naturgesetzen schaffen können, sondern auch ganz ohne Naturgesetze. Dann macht jedes schottische Whisky-Atom einfach, was es will. Sonderbare Vorstellung. Aber Gott hat es auch nicht andersherum gemacht und alles festgelegt. Der Mensch kann sich beispielsweise frei entscheiden. Nun ja, Scotch wird aus Getreidemalz hergestellt. Die Amis nehmen auch Mais, bei Bourbon beispielsweise. Aber der Mensch hat natürlich nicht unbegrenzte Möglichkeiten der Wahl. Da hast du vollkommen recht. Kanadischer Black Velvet ist hier zum Beispiel sehr schwer zu kriegen. Bei Johannes Dunscotus geht es natürlich um wichtigere Entscheidungen. Hast du vollkommen recht. Ist ein Suntory Whisky zum Beispiel ernst zu nehmen? Die brauen schon seit Jahrzehnten, haben sogar alteingesessene schottische Whisky-Destillen übernommen. Aber ist denen zu trauen? Dunscotus meint, wichtig wäre, die 10 Gebote einzuhalten. Davon hängt ab, ob wir in den Himmel kommen oder in die Hölle. Och ja, besonders das dritte Gebot. Du sollst den Feiertag heiligen. Auch nicht zu viel Denkarbeit an solch einem Tag. Hingegen ein Gläschen oder Oh zwei. Gott, heute ist Feiertag. Gut, dass du mich daran erinnerst. Bleib ruhig. Durch zu viel Denkarbeit hast du zwar gegen das dritte Gebot verstoßen, aber dass heute überhaupt Feiertag Das ist. ist nicht meine Entscheidung, sondern die Gottes. Aber du hast recht. Für uns ist es gegeben. Aber Gott, der hätte alles ganz anders machen können. Gott hätte beispielsweise den Whisky bei der Schöpfung vergessen können. Hat er aber nicht. Und so können wir heute ein paar Drinks spendieren. Schenkst du uns ein? Ich bin so frei. Bing.